Weißt du jetzt, was das heißt, Theresa? Moment. Aye, aye, Captain. Also das erste ist ein Z. Der Djinn ist auch mein Opfer. Der Katos ist mein Opfer. Hä, das spricht man voll komisch aus. Stupid. Wollen wir One-Shots gehen oder Safety spielen? Die Gegner haben keine Tanks. Gegen was willst du safe spielen? Ja, gegen Poke. Gleich wieder da. Alles klar, guten Appetit. Was willst du denn gegen Poke bauen? Gegen, bei einem 4-AD-Gegner-Team. Das ist doch nicht Knopf-Armor, das wäre ein Witz. So ein Panzer? Nein. Doch. Ich hätte das GA-First-Item verstanden, aber okay. Also dann sind es One-Shots. Das ist übrigens ein reiner Surf-Main da rechts. Ich meine, der heißt nicht umsonst Seraphima Promo. Mr. Bronze hat seine Rolle auch erfüllt und Masai gepickt. Ich bin kurz weg, bring meine Tasse rüber, spül sie ein und guck, was ich zu fressen habe. Gar nichts. Schön rein. Guck mal, mein Futtertrog. Ist ein Schwein? Nein, eine Kuh. Ich hab hier noch Pralinen. The tables have turned. Lecker Pralinen. Du bist jetzt mein Essen. Just like the beef on the grill. What? Hot grill? In der UK gibt's eine Person, die hat letztes Jahr 357 Mal den B-Movie auf Netflix gestreamt. Das habe ich auch gerade auf Twitter gelesen. Irgendwie vor, die Leute können jetzt erstmal die ersten paar Tage nicht mehr richtig dodgen. Hallo. Schenke. Hallo? Hallo. Wie geht's? Nicht da. Das hat ein Affe. Yes. Guck, der ist da schon wieder verkackt. Ich forgot how to League of Legends. Star Wars, Star Wars. Wie machen wir es eigentlich auf dem Server mit Regeln von den Spoilern her? Keine Spoiler. Ja, aber angenommen, alle im Text-Channel, Voice-Channel, haben Star Wars geguckt und wollten über den Film rege diskutieren. Wie können wir den anderen Leuten signalisieren, dass gerade. Na, jeder, der darüber diskutiert, der wird sofort gebannt. Ja, aber wenn alle den Film gesehen haben, im Voice-Channel. Dann kann man ja darüber diskutieren. Das Problem ist, in der Sekunde, wo jemand reinkommt, könnte er sich was spoilern. Dementsprechend irgendwie ein Signal. Fucking damage. Wegen, es könnte Spoiler kommen, wenn du joinst. Dann geht dann in den Channel einfach so. Aus sich Spoiler. Weil dann hat der dafür einen Spoiler-Room machen, wo dann einfach. Nee, weil dann kann derjenige, der joint, wenn er halt weiß, dass eventuell Spoiler kommen könnten, wenn er reinkommt, sich erstmal muten für die ersten 2-3 Sekunden und sich dann entmuten, weil dann werden die Leute wahrscheinlich nicht mit Spoiler reden. Richtig? Und nicht, dass ich zum Beispiel gerade sage, übrigens, Luke stirbt und in der Sekunde, wo ich Luke sage, joint er und dann hört einfach nur Luke stirbt. Das wäre ja super scheiße. Habt ihr schon den Overkill The Walking Dead Trailer gesehen? Ja. Mix, was hast du davon? Hab ich schon nicht gesehen. Tobi, was hast du davon? Henry, was hast du davon? Was? Overkill's The Walking Dead. Hab ich nicht gesehen. Hallo, Iresa, was hast du von Overkill's The Walking Dead? Ich hab die ersten 3-4 Staffeln gesehen. Nee. Das neue Spiel, Overkill's The Walking Dead. So, nee, das finde ich nicht so gut. Warum? Weiß nicht, gefällt mir nicht so. Wo ist denn der Kritikpunkt am Trailer? Der Trailer an sich. Die Existenz des Trailers ist das Problem. Das kann ich verstehen.
kommt. Nein! Stop. Gesniped. Und ich habe sogar noch Assist bekommen. Sweet. Oh, ich hab dafür noch Triumph bekommen. Geil. Oh, als Tank ist das. Oh, es ist einfach Craig aus dem Hochstand. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut, gut und selbst. Gut, gut. Und selbst? Tut gut. Regiere, um solche Schleifen zu verhindern. Regiere ich bitte darauf, dass auf mein zweites und du bitte keine Antwort mehr folgt. Alles klar. Danke. 2 Minuten später und du? Und du? Also ich werde weiterhin und du sagen und davon kann mich niemand abbringen. Die einzige Möglichkeit, keine Schleifen entstehen, ist mit Theresa, nicht nochmal und du sagen. Oder Minxel. Oder Tuch. Just Turret. Oder Kim. Ich höre eh nicht zu. Hi. Hi. Wie geht's? Gut. Schön. So, Tobi, falls du dich jetzt fragst, warum ich weg war, hier war Besuch. Schön. Ah ja. Wie geht's den Hunden? Deswegen hast du Overwatch gespielt. Ja, wenn, hier. Hier die Kollegin von meiner Mutter. Ihr habt ein Kind und der war hier. Ah, und dem wolltest du Overwatch zeigen, um ihn die brutalen Killerspiele zu zeigen. Den kenne ich schon etwas länger, aber der ist jetzt ein bisschen netter geworden. Und der wollte Overwatch spielen. Ah. Beziehungsweise, lustigerweise, seine Mutter ist ja so eine, die hat keine Ahnung von Telespielen. Irgendwas. Telespielen, genau. Und die findet. Die lässt ihm Overwatch nicht spielen, aber Paladins. Warum? Das macht keinen Sinn. Es ist genau dasselbe. Ich muss dir gerade erklären, dass es keinen Unterschied macht. Ja, aber dann kommt ja das Argument von der Mutter, warum sollte ich ihm dann Overwatch erlauben? Weil sie ihm Paladins erlaubt. Das ist ganz einfach. Ja, klar. Aber wenn es wieso. Jetzt erlaubt sie ihm einfach beides nicht. Genau. Das wäre so eine Schlussfolgerung, wenn jetzt. Das wär's ja. Warte, wie war's? Das Winter-Event ist jetzt raus oder was? Ja, ja. Am 12. kommt's raus. Warte. Achso, ich dachte, ihr redet von Overwatch. Ja, das ist noch nicht raus. Ja, das kommt erst. Tut mir leid. Ich dachte, ihr redet von Overwatch. Wieso hast du mir dann Snowdown Go 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 geschrieben? Oder was? Weil das Snowdown ist, du Sack. Das Winter Event ist Snowdown, du Dürren. Also, aber. Wer hat noch nicht bereit gedrückt? Ich. Ja, Randy. Weil ich kann nicht sehen, wer bereit gedrückt oder wer nicht. Aber ich heute. Oh, Paul, warte mal. Nein! Mist. Minks Musikboard. Ach, guck mal, der Musikboard ist jetzt hier. Ja. Minks Musikwort spielt I'm gay. Mixer? My mind is telling me no. Mixer? Yes. Ist der Open Source? Nee, nicht wirklich. Schade. Weißt du? Hey, können wir den Bot hier reinschicken? Oder geht's gerade? Ich hab grad zwar so Musik laufen, aber. Hast du den komplett selbst programmiert oder einfach ein Tutorial im Internet nachgeguckt und Copy-Paste-Code gemacht? Copy-Paste. Hallo? Das ist runterladen. Ah, okay, gut. Ich dachte schon, du hättest irgendwelche eigene Leistungen gemacht. das hatte ich mit dem davorigen Bot. Der war in Python, da habe ich noch was umgeschrieben, aber. Ja. Eigenleistung. Versuch's gar nicht erst, du kannst es nicht. Mann, ho. Woher wusstest du, dass ich genau das gerade versuche? Weil es obvious war. Schade. Mal gucken, wie lange das geht. Was? Ach. Ramble On? Ja, aufhin. Ramble On geht so, Nein, du bist scheiß näher! Ich hab Plunders! Okay. Ja, das ist mir doch vollkommen egal. Ich muss Kisten mit Achievement aus. Blödes Scheißkind. Du warst so langsam, du dummes Kind, Alter. Ich geh dich vergraben. Ich hab sogar ein Item. Ich brauch das Item hier nicht. Ich spuck auf dieses Item.
sehr, sehr akkurat war. Danke. Ist das ein Hextotem? Ja. Gott, fang ihn damit, ich hätte nicht das Item. Chiara will. Ja, was denn du scheiß Kind? Alter, ich geb dir mein Medkit, wenn ich das Hextotem krieg. So, was haben wir hier? Ritual Games. Wieder Power in the Dark Game. Steel. Oh, ja. Es, er hat noch ein Hextotem, das da noch nicht Hexruin. Warte, die Mission, ja. Also, die Mission ist also ein Poro so lange zu füttern. Auch wenn es Hexruin ist, es ist nicht wirklich eine hohe Version davon. Weil ich hab kein Hexruin. Ja, dafür musst du Aram spielen. Hexruin? Ich hab ein Totem gefunden. Die Arschmöre beginnen. Ich mag Rambleorn. Ja. Gute Arbeit, Minxer. Halt das macht mich froh und stolz, so gut Dodge-Skills zu sehen. Der Elf Jinx-Skin. I'm grasped. Ey, ein Perk ist schon mal useless. Und den zweiten kann ich auch useless machen. Hat's da wahrscheinlich noch neun? Ja, kann das Geld auch useless machen. Die Nähe ist dumm. Das ist schön. Rampage. Still alive. Theresa, soll ich für den auch noch gehen oder willst du? Ja, kannst du machen. Das Hex-Totem. Okay. Screed of the Cheapen oder was? Ja. Eins der wenigen, was mir noch bei den Survivern fehlt. Bei mir fehlen noch zwei Achievements für Survivor. Ja, ich muss noch Totems machen, dann Treffer beim Haken reinstecken und ich mach was. Ich muss noch Totems machen und Treffer in der Nähe von Ding. Ja, genau, das. Sehr gut, ihr habt einen Garen mit 3000. Warte. Was, wie geil. Oh, wie geil ist das denn? Sie kommt. Der Killer fehlt mir auch nicht mehr viel. Oh oh. Theresa, ich fand's übrigens super, als ich gesehen habe, wie viele Dingeskirchen du hast, wie viele Sacrifices. 66 habe ich mittlerweile. Ja. Oh, das ist cool mit dem. Was war das? Oh, okay, die Hitbox davon ist ziemlich shit. Oder Hit? Das Gegner hier wird immer noch komplett von unserem Wukong zerstört. Also, ich weiß, wo die drei normalen Toten stehen. Ich habe nur das Hex nicht gefunden. Hast du die Totems auch schon gleich geklänzt? Eins von denen. Warum nicht alle? Ich weiß ja, wo die sind. Ich will erstmal das Hex-Totem. Klänzt die doch. Ach, also, du willst, dass das zu einem Hex-Totem wird und es dann erst klänzen? Nee, ja, vielleicht mal gucken. Oh, das wäre voll die gute Idee, eins überlassen, von dem man weiß, wo es ist. Oh, ich will den Baron Pomo haben. Holy fucking shit, das hättet ihr gerade sehen müssen, Leute. Soll ich ihn die kaufen? Was? Da kamen die Hunters auf mich zu. Bambo. Ich sprinte auf sie zu, stun sie, während sie mich schlägt, krieg das in den Schlag nicht ab und laufe dann einfach an ihr vorbei. Hi. Noch geil. Das war einfach geil. Den Baron Pogo kriegt man das sowieso. Wo ist dieses Hex-Totem? Keine Ahnung. Nein, ich will, warte, was ist hinter Po? Eine Sekunde verschlossen. Rip.